Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Es hat ewig gedauert, aber ich habe jetzt endlich den Schatz gefunden und zwar ist er jetzt einfach direkt bei diesen drei Palmen. Ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach hier auf der Karte irgendwie verzeichnen kann, dass hier drei Palmen sind, aber naja, okay, gut, so einfach geht's. Also ich wäre... Hab ewig gesucht, bin jetzt einfach mal hier gechillt in den Schatten gegangen, oh, mal ein bisschen aus. Oh, hier ist ein Schatz. So einfach war es, aber naja, etwas dumm gelegen. Also ich habe die ganze Zeit den Sand da in der Mitte gesucht gehabt. Unglaublich, 3000 Real gibt's da noch dazu. So, ich habe ja schon in der letzten Episode gesagt, ich möchte in dieser Episode wieder ein legendäres Schiff machen. Und wenn wir doch dann schon in der Nähe sind, können wir dann auch hier auch Mystery Island machen. Jetzt müssen wir nur noch schnell hier hinreisen. Ob es hier einen Schatz gibt, das weiß ich gar nicht. Das wäre eigentlich mal eigentlich interessant, aber vorerst jetzt mal nicht. Erstmal Schätze genug in der letzten Episode geholt. Legendäres Schiff in dieser Episode. Mist. Einfach mal rumdrehen. So geht's, denke ich, am einfachsten. Das Problem ist, ich habe noch 5 Mörser. Und wow, wow, shit. Ich muss mich reparieren. Ne? Das muss vorher gemacht werden. Dementsprechend bleibe ich jetzt einfach mal hier stehen. Und schwimme jetzt einfach rüber. Oder? Kann ich nicht auch einfach mich hinporten? Egal. Ich schwimme jetzt einfach hin. So geht's am einfachsten. Ich muss mich unbedingt reparieren und ein bisschen Muni wäre auch noch gut, weil... 5 Mörsergeschosse, ich weiß, ich habe festgestellt, die sind jetzt nicht so überragend, aber sie machen einiges. Und dann können wir auch gleich mal gucken, ob auf dieser Insel vielleicht doch noch ein Schatz ist. Schätze jetzt übrigens, sind jetzt gar nicht mehr viel. Das hier ist Prinzipe, ich weiß es nicht, kann sein. Das hier könnte irgendwas sein, wo wir jetzt hinkommen, aber darauf lassen wir uns jetzt erstmal nicht ein. So. Das wird uns ja dann hoffentlich schön angezeigt, wenn hier ein Schatz wäre. So. Wir kaufen jetzt erst einmal Munition, Mörsergeschosse, alle. Und Schiff reparieren. Definitiv. Kostet nur 300. Das ist ziemlich low. Das hätte ich eigentlich damals nicht gedacht, dass das doch so billig ist. Am besten... Gehe ich jetzt da rüber und tu mir noch über das Beiboot hier. So sind wir am schnellsten da. So. Bin gerade im Überlegen, könnte man dann eigentlich weit draußen parken und er macht uns mit dem Beiboot, bringt uns daher? Keine Ahnung. Wir müssen auch irgendwann mal wieder unsere Montur ändern. Die haben wir nämlich jetzt schon ziemlich lange. Auch wenn es mir echt gefällt. Ich muss echt sagen, ich bin etwas angetan von dieser Captain Morgan Montur. Deshalb mal gespannt, was wir jetzt auf Mystery Island dann auch noch finden. Zuerst müssen wir aber noch ein legendäres Schiff. Sieht aus wie ein Schiff. Oh, ne. Sie sieht aus wie ein Geist. 20.000. Ei, von den Toten erweckt, um uns zu versenken. Das ist ziemlich bitter, wenn ich nicht mal sehe, wo das blöde Schiff ist. Ich kann von irgendwoher angreifen. Ist aber auch nur ein einzelnes, mit dem gleichen Schwierigkeitsgrad wie das letzte. Von daher, ich hoffe, dass ich die eigentlich relativ easy kaputt kriege. HMS Prince. Boah, ich... Also hier flackert manchmal ordentlich was. Ey, die ist auch gar nicht mal auf der Karte markiert. Moment, ich sollte einfach rammen. Wie wäre es denn damit? Aber die ist wesentlich, wesentlich, wesentlich langsamer wie die letzte. Warum flackert es manchmal auch noch? Ist das ein Blitz oder ähnliches? Solange wir in der Nähe bleiben oder auch ein bisschen dahinter, ist es gut. So, weil nämlich Kriegsschiffe von hinten, das ist immer das Beste, was man machen kann. Bleiben wir einfach mal hinter ihr stehen und tun sie die ganze Zeit hier so vernichten.
Weil das macht definitiv sehr, sehr, sehr viel Schaden. So, und jetzt rammen wir sie wieder. Oh, diese Flashes, die nerven mich hart. Ah, zerstör sie einfach. Irgendwie. Die ist jetzt um einiges einfacher. Auch wenn ich sie jetzt gerade nicht mehr sehe. Absolut gar nicht mehr. Ah, da ist er. Sag mal, portet die sich? Shit. Was war denn das? So. Echt? Jetzt. Jetzt ist er aber tot. Ha! Und schon haben wir 20.000 mehr. Kann sich jetzt mal dieser Nebel hier lichten? 20.000 Real. Boah, wir sind fast bei 300.000. Oh mein Gott! Schiff, geh weg! Muss ich dich noch mehr zu Tode rammen? Okay. So, und dann geht's weiter zu Mystery Island. Das freut mich, dass das jetzt relativ schnell ging mit diesem kleinen Schiff. So, ich sollte jetzt... Jetzt bin ich gerade mal im Überlegen, wo sind noch legendäre Schiffe? Ich meine, da unten ist noch eins und weiter im Norden ist noch eins. Es gibt noch 4 legendäre Schiffe, meine ich. Okay, das geht auf jeden Fall. Wir haben jetzt rund wieder 50% der Schiffe erledigt. Ich will mal kurz noch meine Gesamtsynchro jetzt checken. Die ist immer noch auf 89%. So, auf 50% legendäre Schiffe und 68%. Das geht auch super voran. Also in der nächsten Episode sind wir dann auch wieder dran an einer Hauptmission. Weil wir, wie eben gesehen, mit den Hauptmissionen prozentual noch etwas zurückliegen. Ich weiß nicht, ob ich meine schon, dass ich alles bisher 100% gemacht habe. Natürlich, während den Aufnahmen gingen einige Missionen schief, aber die habe ich, glaube ich, schon alle wieder nachgeholt, dass ich wirklich 100% Synchro in den bisherigen Missionen gemacht habe. Ich möchte nämlich auch das Let's Play jetzt definitiv beenden, dann mit 100%. Wenn wir dann fertig sind und alles wirklich haben, dann können wir nämlich noch ein bisschen mit den Cheats rumspielen. Eine Episode lang nur noch. Also im Grunde Let's Play plus eine Episode Cheats. Das, denke ich, kann dann noch so ziemlich das Interessanteste sein. Also, naja, nicht unbedingt, dass jetzt Cheats so super interessant wären, aber dass man zumindest mal alle gesehen haben. Weil nämlich die Sache ist, die werden nicht gespeichert. Also, wenn ich einen Cheat aktiviere, wird danach nicht mehr gespeichert. Und anscheinend ein Online-Event steht wieder zur Verfügung. Das habe ich gar nicht mal eine Ahnung, welches das denn gerade jetzt im Moment ist. Bonnets Schätze. Ist die Bonnet? Exklusiv. Bonnets Schätze. Das wäre interessant, wenn das Steed Bonnet wäre. Ihr erinnert euch noch, dieser lustige Kaufmann von ganz am Anfang. Ich habe übrigens mal gehört... What the fuck? Woher kommt denn das jetzt? Ey, woher kam der jetzt echt? Der kommt einfach aus dem Busch raus. Bonnet. Ich habe nämlich mal gehört, Steed ist nämlich auch irgendwann verreckt. Als der Gentleman-Pirat wurde er, glaube ich, gehängt am Ende. Also, glaube ich, auch um den Zeitpunkt, so wie wir im Gefängnis waren. Es kann sein, dass Steedy schon tot ist, auf jeden Fall. So traurig es klingt, aber da unten ist eine Kiste. Also, das klingt an sich nicht traurig, aber ich will die Kiste. Mist, die Kiste ist sogar oben. So, komm da her. Komm da her, dieser Idiot. Ja. Der ist einfach runtergefallen und ist verreckt dabei. Ach mein Gott, komm her. Du bist tot. Es wäre jetzt... Ich würde mal gern wieder jemanden hängen. So brutal es klingt, aber ich würde gern jemanden hängen. Und ich habe nicht aufgepasst, denn dann hätte ich nämlich auch vorhin gecheckt, dass die Kiste hier oben ist. Weil ich so oder so hier hoch muss. So.
Galionsfigur, der Revenge. Ich glaube, das ist jetzt alles hier wirklich Steve Bonnet, weil der war ja eine Zeit lang auf der Revenge. Auch wenn ich den Namen bis heute nicht aussprechen kann. Revenge. Revange. So, ist da unten jemand, den ich hängen darf? Nö. Was ist denn da? Ich glaube, ich hänge auch jetzt jemanden. So einfach geht's. So. Ich hoffe, ich tue jetzt hier nicht am Ende gegen Steedy kämpfen oder ähnliches. So, der ist weg. Der ist weg. Der... Ach mein Gott, jetzt hätte ich auch das Achievement nehmen können für die Rauchbomben. Verdammt. Verdammte Scheiße. Ich finde es etwas irritierend, dass ich bisher nur eine Kiste gefunden habe. Ach, da ist die zweite. Jungs, ihr seid beide tot. So, da ist mal die zweite. Steed Bonnets Motor, tatsächlich Steedy. Ich dachte schon, aber mein Steed ist definitiv gestorben. Es spricht auch jetzt dafür, dass seine Montur hier rumflattert. Ja, mal gucken, was wir da nämlich noch rauskriegen. An sich, mein Steed ist definitiv tot. So traurig es klingt, aber Steedy ist tot. Ja, den haben sie halt damals, als er mit Blackbeard rumgehangen hat, haben sie ihn irgendwann gefunden und... Ja, er hat halt im Grunde Handel getrieben, zusammen mit Piraten, und dadurch war er einfach selbst irgendwie als Pirat deklariert. Ziemlich doof gelaufen, aber naja, so ist es leid. Tot. Und, ey. Tot. Ich dachte schon, der frägt eher, aber ich muss noch jemanden hängen. Oh, jetzt ist da oben wieder was. Mein Gott. Wieso ist das alles immer so weit oben? Mensch, Klettern in Assassin's Creed ist ja voll kacke hier. Will keiner. Das macht ja überhaupt nicht das Spiel hier aus oder so. So, was? Steeds Monturen kriege Steeds Pistolen kriege ich jetzt wohl kaum, oder? Segel der Revenge. Dann können wir ja eigentlich alles hier wie die Revenge hier jetzt einordnen. Aber die... Auf jeden Fall, dieses Schiff war, glaube ich, das Schiff eigentlich von Charles Wayne. Der hatte die Revenge. Das weiß ich noch. So, ich will jetzt eigentlich nur noch zurück zu meinem Schiff. Und das soll doch jetzt ganz easy hier gehen. Wir gucken uns auf jeden Fall in der Episode jetzt nochmal die Montur schnell an. Die selber gern sehen wollte, und dann können wir die ja, glaube ich, auch anziehen. Ich wollte jetzt schon wieder sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn wir uns ja jetzt was angucken, hey, sie hat mal wieder was gesagt, unglaublich. Die Tuse sagt echt nie was eigentlich. So, Monturen. Ne, ansonsten habe ich nur Aussehens oder Gegenstände für das Ding. Steed Bonnets Montur. Ah, okay. Genau. Diese Montur gehörte einst dem Gentleman-Piraten Steed Bonnet. Was ich ja schon gesagt habe. Laufen wir doch mal ein bisschen als Steedy hier rum. Ja, sieht doch ganz annehmbar aus auf jeden Fall. Wir haben zwar jetzt keine Kapuze mehr, die wir uns anziehen können oder ähnliches. Ja, okay, gut, an uns sieht es eher piratenmäßig aus als an Steedy, aber als er noch eine Augenklappe auf hatte, ist es natürlich dann ein bisschen more badass. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei dieser Episode von Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Wir stechen jetzt in See und sehen uns dann in der nächsten Episode in Kingston wieder, denn da geht es weiter mit der nächsten Hauptmission. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. See ya!